Einige Pferde, die mit Stöckern gehauen werden, sind tot. Andere sind richtig, 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 richtig tot. Und einige sind die untote Wiedergeburt eines Zombie-Pferdes, das totgeboren wurde, wieder auferstanden ist, nochmal getötet wurde. Und Gottverdammt nochmal, Thomas, warum? Ich möchte mich erst einmal für meine lange Abwesenheit entschuldigen. Aber ich hatte dafür mehrere Gründe. Zum einen rein gesundheitlich, weil ich erst vor ein paar Wochen die passende Therapie bekommen habe für den ganzen Scheiß. Und zum anderen, weil ich das Gefühl habe, dass jedes Argument, das ich machen könnte, schon mal von irgendwem gemacht wurde. Die meisten davon von mir. Aber wenn es irgendein Wesen in diesem Universum gibt, das ewig gleich bleibt, dann ist es Thomas. Und wenn ich die ewig gleichen Antworten auf ewig gleiche Fragen geben muss, dann mit dem ewig gleichen toten Pferd. Entschuldigung, Thomas, wo warst du noch gleich? Warum führe ich keine Diskussionen mit Atheisten? Oh, Thomas, da gibt es viele Gründe. Willst du die Liste? Auf meinem aktuellen Kanal ärgern sich die Atheisten darüber, dass ich mich weigere, mit denen zu diskutieren. Pussy. Das liegt nicht daran, dass ich nicht weiß, wie ich deren Argumente widerlegen kann, denn dafür mache ich Videos. Ich führe heute ganz bewusst keine Diskussionen mit Atheisten, weil ich nach all den Jahren ganz genau weiß, wie Atheisten ticken und was sie mit ihren Argumentationstricks bezwecken. Also du hast nicht nur keine Ahnung davon, wie man eine Debatte führt oder argumentiert, du hast auch keine Ahnung davon, wie man editiert. Gut zu wissen. Da man dir mit dem ersten nicht mehr helfen kann, ein kleiner Tipp zum zweiten. Du musst nicht zwischen jedem Satz die Pausen wegnehmen. Eine halbe Sekunde bis eine Sekunde Pause zwischen den Sätzen ist vollkommen normal und es hilft dem Zuhörer dabei, das Zugehörende zu verarbeiten. Aber machen wir weiter mit diesem Aids in Videoform. In den letzten 6 Jahren habe ich in den sozialen Medien wie YouTube oder Facebook sehr viel mit Atheisten zu tun gehabt. Das bleibt natürlich nicht aus, wenn man in der Öffentlichkeit als Christ auftritt und christliche Werte verbreitet und diese beinhalten, dass man gewisse Dinge kritisiert, die für einen Atheisten vollkommen normal sind. Ach, Thomas, das ist das Clinton-Problem. Weißt du, warum Clinton die Wahl verloren hat? Gut, weil Clinton scheiße ist und Trump ein Wrestler war, ja. Aber Clinton hat die Wahl auch verloren, weil die radikale Linke es sich nicht hat nehmen lassen, zu sagen: Jeder, der sagt, dass in Europa durch die Immigranten Probleme aufgetreten sind, gehört zu den Rechten. Also haben die Typen im Grunde gesagt, jeder, der Fakten verbreitet, gehört zu den Rechten. Wodurch sie gesagt haben, wir, die Linke und Clinton, lügen. Und bevor ich aufreg, damit möchte ich nicht sagen, dass Immigranten selbst ein Problem sind, aber wenn du einen ganzen Haufen Leute mit fremder Kultur in ein anderes Land packst, gibt es zwangsläufig Probleme. Und du, Thomas, machst jetzt exakt selbe. Du sagst, ich habe Sachen angesprochen, an denen Atheisten Anstoß genommen haben. Und dann sehen wir uns an, was du für Videos gemacht hast. Und ja, du bist gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Toll. Das heißt, du hast dich und dein eigenes Team als Arschlöcher dargestellt, die anderen ihre Rechte verbieten oder wegnehmen wollen. Und hast deine Gegner als Leute dargestellt, die für die Freiheit von anderen sind. Wie blöd bist du? Ich habe in den letzten Jahren stundenlange Diskussionen mit Atheisten geführt. Ich habe nicht nur Videos zu gewissen Themen gemacht, sondern ich habe mich darüber hinaus die Finger auf der Tastatur wund gehackt, um mit Atheisten in den Kommentaren zu diskutieren. Also du hast dir die Finger wund und blutig getippt und tausende Videos gemacht. Und dein Diskussionspartner hat was gemacht? Vielleicht das exakt dasselbe und darum ist dein Gelaber und Geheule hier vollkommen inhaltslos? Und was hat das alles gebracht? Die Antwort lautet, es ist und war reine Zeitverschwendung. Mit einem Atheisten zu diskutieren, ist gleichzusetzen mit dem Sprung ins schwarze Loch. Tim, eine Debatte ist ein Duell mit Worten. Du bekommst keine Teilnahmsurkunde wie bei den verfickten Bundesjugendspielen. Du gewinnst oder du verlierst. Und du besitzt weder die linguistischen noch die mentalen Kapazitäten, um ein Kind mit Down-Syndrom davon zu überzeugen, dass Schokolade lecker ist. Diskussionen mit Atheisten führen zu nichts. Wer mit Atheisten eine Diskussion beginnt, der muss sich eines im Klaren sein. Der Atheist wird alles daran setzen, um das letzte Wort zu haben. Und darin ist der Atheist extrem fanatisch. Der Atheist will um jeden Preis gewinnen. Die Diskussion mit einem Atheisten wird kein Ende finden, weil der Atheist jedes Wort, was man sagt und jedes Argument, was man bringt, taktisch umdrehen wird, um die Diskussion in eine nicht endende Dauerschleife zu führen.
Thomas, ich habe Jahre meines Lebens damit verschwendet, mit dir zu diskutieren. Und wenn es irgendeine Person auf dieser Webseite gibt, die jede Aussage, die du bringst, absichtlich falsch versteht oder mit einem antwortet, dann du. Du hast eine feste religiöse Verschwörungstheorie in deinem Kopf und das muss echte sein, weil es nicht falsch sein darf. Weil sonst macht dein gesamtes, erbärmliches, langweiliges, trauriges Leben absolut keinen Sinn. Ich bitte dich, hör auf, Videos zu machen, geh nach draußen, versuche dein Leben zu genießen. Vielleicht findest du eine Frau, die genauso bescheuert ist wie du oder zu oft Forrest Gump gesehen hat und sich denkt, ein Mann mit Hirnschaden wäre wirklich total süß manchmal. Und bitte, versuche aus deinem Leben etwas zu machen, was nicht so traurig ist wie das hier.